Zusammenhalt. Das ist entscheidend, wenn ein Volk etwas erreichen will. Es braucht den Willen und den Mut, etwas zu verändern. Und das war beim Unabhängigkeitstag in Meran zu spüren. Über 10.000 Menschen waren am 18. Mai 2013 gekommen. Aufbruchstimmung lag in der Luft. Die Großveranstaltung des Südtiroler Schützenbundes stand unter dem Motto IRZ – mehr Freiheit und Unabhängigkeit und hat so manche Erwartung übertroffen. Die Tiroler nehmen ihre Zukunft wieder selbst in die Hand. Mit Tiroler Flaggen schwenkend wurde die Passerstadt in Beschlag genommen. Die Marketenderin Verena Geier begrüßte im Namen des Südtiroler Schützenbundes die Teilnehmer. Wir wollen über unsere Zukunft frei entscheiden können und den Weg dorthin möchten wir frei wählen. Wir wollen uns nicht vor uns selber fürchten, vor der eigenen Freiheit, Selbstbestimmtheit und vor dem eigenen Mut. So Geier. Das Volk selbst treibt nun die Entscheidung zur Unabhängigkeit Südtirols voran. Die Südtiroler wollen frei darüber entscheiden, wo und wie sie in Zukunft leben wollen. Die verschiedenen Südtiroler Verbände und Landtagsparteien haben an diesem Tag die Möglichkeit genutzt, um ihre Zukunftsvisionen für das südliche Tirol darzulegen. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit verschiedenen Brauchtumsgruppen und Künstlern aus allen beteiligten Ländern wurde geboten. Stimmige musikalische Unterhaltung lieferte die Gruppe Volksrock. Auch Vertreter der nach Freiheit strebenden Völker aus Katalonien, Schottland, dem Baskenland, Flandern, Venetien, Triest, Tibet und Bayern waren gekommen und stellten ihre Bräuche und Kultur vor. Sie schilderten den Südtirolern ihre Situation. Sie kamen aber auch, um mit tausenden Tirolern aus Welsch, Nord-, Ost- und Südtirol gemeinsam zu feiern. Es war ein Fest verschiedener Völker, die eines gemeinsam haben. Sie fördern die Unabhängigkeit und Freiheit ihrer Heimat. Christopher White aus Schottland klärte die Teilnehmer über deren Unabhängigkeitsreferendum auf. Next year, on the 18th of September 2014, we will exercise this right. We will ask the question, should Scotland be an independent Scotland? We will shout yes, meinte White. Es folgte die Rede von Bart de Walck aus Flandern. Tiroler Freunde, es ist bei uns und bei euch 11:55. Es bleibt uns keine Wahl. Wir Flamen werden entweder untergehen in Belgien und somit im wirtschaftlichen und finanziellen Sumpf der südlichen Länder Europas ertrinken. Oder wir werden als unabhängiger Staat uns am Norden Europas und der Norden endet hier in Südtirol orientieren. Landern und Südtirol können ein positives Beispiel werden für die anderen staatlosen Völker Europas. So de Walck. Anna Arque aus Katalonien erklärte stellvertretend die Wünsche ihrer Landsleute und übermittelte deren Grüße. We need to fight for what is just, for what it makes sense, for what we love, for what defines us 100% what we are and what we are. Südtirolers, Catalans, Basques, Flemish, Scottish, Benedict, that's what we are 100% when we go to sleep and when we wake up in the morning. Long life, Südtirol, Visca, Catalunya, Lliure. Thank you. Anna, thank you very much. Für die Isländer, die 300 Jahre lang unter dänischer Fremdherrschaft standen und dann die lang ersehnte Freiheit erlangten, munterte deren Vertreterin zu Mut und Initiative auf. Aus dem Baskenland war Chente Ricondo angereist, um über den Freiheitskampf der Basken zu erzählen. Hiru ideia oso simpleak ditugu gure aurrean. Nazio bat gara. Nazio bezala eskubide hori daukagu gure etorkizunea jorratzeko. Eta azkenian, etorkizune hori hiritarren eskutan dago. Drei Ideen sind fest verankert in unserem Kampf.
Eins, wir sind eine Nation. Zweitens, als Nation haben wir unsere Rechte. Und drittens, die Nation wird nur aus dem Volk bestimmen. Das Volk wird diese Nation bestimmen und auch diese Rechte. Sure Kondo. Der Schriftzug Unabhängigkeit, umgeben von einem weiß-roten Fahnenmeer, brachte klar zum Ausdruck, worum es den Teilnehmern ging. Das waren der Ruf und die Forderung an diesem Tag. Jung und alt und besonders viele Familien füllten den Sandplatz in Meran. Wenn es keine Einigungen über mehr Freiheit und Unabhängigkeit gibt, dann werden sich die Wege der Völker Europas in die Freiheit öffnen, so die Botschaft an die Zentralregierungen Europas. Denn nicht nur in Südtirol ist der Ärger über die ständigen Eingriffe in die autonomen Zuständigkeiten gewachsen. Die Gastrede hielt Dr. Klaus Tschütscher, ehemaliger Regierungschef in der Regierung des Fürstentums Liechtenstein. Gehen Sie den Weg im Dialog. Gehen Sie den Weg gemeinsam, denn ein neues Selbstbestimmungsrecht kann man aufgreifen, aber nur dann, wenn das in einem gemeinsamen Weg sich auftut. Verena Geier hat gesagt, die Zukunft muss man mutig gestalten. Sie ist mutig aufgetreten und sie hat ein wahres Wort gesprochen. Denn das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Tun Sie das, Sie werden damit Erfolg haben. Alle meine guten Wünsche mögen Sie auf diesem Weg begleiten. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Zukunft. Danke. So Tschütscher. Der Höhepunkt war die Hauptrede von Landeskommandant Elmar Thaler. Bereits im Vorfeld bekräftigte dieser, dass Italien in naher Zukunft ein Nachbarland Südtirols sein wird. Er prangerte dabei das Zaudern vieler Verantwortungsträger in Sachen mehr Freiheit und Unabhängigkeit an. Angst haben wir alle. Der Unterschied liegt in der Frage, wovor? Was ist schlimmer als eine korrupte, marode und total verbürokratisierte Verwaltung mit untragbarer Steuerlast? Was ist schlimmer als der mit Sicherheit kommende wirtschaftliche Absturz Italiens? Das Einzige, was schlimmer ist, ist an Bord der Titanic zu bleiben und unwiderruflich auf den Eisberg zuzusteuern. So Thaler, der damit unterstrich, dass im Lande viele Menschen sich in dieser unsicheren Situation endlich Taten für die Loslösung Südtirols von Italien wünschten. In seinen Worten zeigte er viele Lösungsansätze auf und unterstrich dabei die starke Bindung zum Vaterland Österreich und zu den restlichen Tiroler Landesteilen. Wären wir nicht ein Teil Österreichs, woher würden wir die Forderung nach Selbstbestimmung nehmen, wenn wir nicht ein Teil eines abgetrennten Volkes, nämlich des Tiroler Volkes, sind? Darauf und auf nichts anderes stützt sich unser moralischer Anspruch auf die Selbstbestimmung. Anspielend auf ein fertiges Konzept meinte er treffend, dass es kein Patentrezept gibt, aber Wege nur entstehen würden, wenn man sie geht. Seine vielbeachtete Rede beendete Landeskommandant Thaler mit den Worten: Deshalb, liebe Freunde, werden wir alles daran setzen, dass auch in unserem Land Schluss mit italienischen Verhältnissen ist. Von unserer Politik erwarte ich mir, dass sie sich nach dem heutigen Tag ausnahmslos nicht mehr auf die Gleise stellen und versuchen, sich dem Zug entgegenzustemmen. Wagen wir gemeinsam den mutigen Schritt mit einem kraftvollen Sprung, heute, morgen und an jedem Tag, bis wir endlich die Freiheit erlangen. Südtirol ist eine der wirtschaftlich stärksten Regionen Italiens, verliert aber mehr den Anschluss an deutsche und österreichische Bundesländer und hinkt ihnen immer mehr hinterher. Seit Jahren fordern nun die Südtiroler in verschiedenen Kundgebungen selbstbewusst den italienischen Staat heraus. Die Forderungen nach einer Regierung, einem Parlament, einer Gerichtsbarkeit und einer Polizei, mit der sich die Südtiroler identifizieren können, werden immer lauter. Der Unabhängigkeitstag war ein großer Erfolg. Die Südtiroler sind keine gewaltbereiten Separatisten. Tirol ist durch Krieg und gegen den Willen des Volkes geteilt worden. Nun wollen die Tiroler dieses Unrecht mit friedlichen und demokratischen Mitteln wiedergutmachen. Und sie wissen, dass dabei eines entscheidend sein wird: der Zusammenhalt und der Wille, etwas zu verändern.